Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie am Odeonsplatz. Schauen Sie mal die Daumen, schauen Sie sich's an. Normalerweise leidet ja unser Eins ein bisschen darunter, dass es Tambosi nicht mehr gibt. Also das war da hinten drin, das Café. Die Taube nicht. Die hockt sie jetzt mitten daher. Und jetzt kommt die Freundin, schauen, jetzt kommt die Freundin, die hockt sie auch da hin. Das konnten ja die Tauben vorher nicht, gell? Jetzt weiß ich endlich, warum sie das Kaffee zugemacht haben, damit die Tauben sich da hinhocken können, gell? Lass du den Scheiß da. Es ist ja ekelhaft. Kommt gleich die Nächste. Macht es lieber wie eure Freundin, hockt euch hin und seid froh, dass ihr Ruhe habt. Und nicht ständig von irgendwelchen kaffeetrinkenden Touristen behelligt werdet. Humpel, humpel. Das war ja früher hier ein sehr gefragter Platz mit also Stuhlreihen alle in diese Richtung, weil es so gut auf die Theatinerkirche schauen aus können, vor zur Feldherrnhalle. Ne? Ist ja auch wirklich sehenswert. Also mal nur wenn ich mal Ihre Aufmerksamkeit jetzt weniger so auf dieses orange Fahrzeug von der Verkehrssicherung lenken darf, sondern auf diese Baufahrzeuge dahinter. Aber da gehen wir jetzt mal hin. Es ist ja oft so, dass also bei der Farbauswahl von Kränen oder von Baggern oder von Schaufelladern, von Radladern auf die Farbgebung sehr wenig geachtet wird, sondern man sagt dann irgendwie, muss man sich auf den Unternehmer dann zurückwerfen, der sagt, okay, mir gefällt der Grün besser als das Gelb oder das Rot oder das Schwarz. Aber hier schauen Sie, wie genau man darauf geachtet hat, dass also die Bagger farblich zu St. Cajetan, also der Theatinerkirche, passen. Ne? Also bei dem Hintern, da hat man sogar das Grau hier von der Verkleidung, von dem Baugerüst, findet man unten dann auf dem Reifen wieder, also diese Reifen und dazwischen der Werkzeugkasten und dann das Gelb. Ne? Ton in Ton kann ich da bloß sagen. Toll. Nein, das beeindruckt mich schon sehr. Also. Sie sagen es mal, darf ich Sie kurz was fragen? Ist es Ihnen schon aufgefallen, wie schön die Farbe von den Bagger auf das Bauwerk dahinter abgestimmt ist? Ich weiß nicht, weil ich bin Ausländer, das kann ich nicht. Aber wo sind Sie her? Aus Polen. Ich bin aus Polen. Dann viele Grüße an Polen. Ja, der Pole hat das nicht. Die Polen, die werden halt einfach mit was konfrontiert, gell? Ob das jetzt eine rechtslastige Regierung ist oder weiß nicht, was sind die Polen, auf was die für. Ich bleibe irgendjemand, der. Da schauen Sie her, der hat so einen schönen roten Lederkoffer, der hat bestimmt einen Zugang zur Farbgebung. Darf ich Sie kurz was fragen? Nur eine ganz kurze Frage. Nein, nein. Fällt es Ihnen auf, wie schön diese Farbgebung von den Baggern auf die Kirche abgestimmt ist? Da lacht er einfach. Nein, ich sag, die Bagger passen so gut zur Kirche, oder? Finden Sie es ja, nicht? Die Farben passen perfekt. Ja, finden Sie auch, ja. Wiedersehen. Und auch, wenn man jetzt die Bagger schaut, sind sie da vorne, die sind ein bisschen rostbraun. Aber wenn man die anderen einspritzen darf, das kostet halt alles kein Geld mehr, dann darf das noch viel besser passen. Also hier, Damen und Herren, wird das Münchner Erdkältenetz ausgebaut. Da haben wir schon mal eine Sendung drüber gemacht. Aber die Baufahrzeuge keine Baufahrzeuge waren, sondern die Fahrzeuge von einem Bombenräumkommando. Das war herrlich, ich sag's dir. Kälteerzeugungsschacht. Das ist ja das, was mich so beeindruckt, beziehungsweise was mir zu denken gibt, weil ich halt denke, da drunter ist so viel U-Bahn und dann fließt da der Stadtbach durch. Wo soll ich denn da bitte noch Kälteerzeugungsschacht hin? Aber meine, die werden schon wissen, warum. Gell? Verteilerstation hätte ich mir eher vorstellen können. Wahnsinn. Tja, Damen und Herren. Hier wird auch gebaut. Also junge Dame. Das muss den Taxifahrer. Ein Taxifahrer in sich hat ja immer ein bisschen einen größeren Weitblick. Ja, immer. Sie dürfen Sie kurz was fragen. Grüß Sie. Ist Ihnen eigentlich schon auffallen, wie gut die Farbe von die Bagger zu St. Cajetan passt, zur Theatinerkirche? Vielleicht ist das so gemacht extra. Ja klar, das Ding immer. Ja, dass es nicht so auffällt, dass das. Weil es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Farben, gell? Ja. Was also so Baufahrzeuge ja anbetrifft. Ja, schon, aber das passt dazu, da haben Sie recht. Also, mich beeindruckt das sehr. Wie geht sonst das Geschäft? Na, scheiße. Machen Sie wieder den ganzen Standort kaputt? Ja, die spinnen doch sowieso. Ja, gut, in München wundert mich gar nichts mehr. Bei mir eben auch nicht. Ja. Da muss man sowas mehr rausstellen, wenn einmal ein bisschen was mit Hirn und Verstand gemacht wird. Also, wieder drin bei der Kirche, was machen jetzt die da? Ja, anscheinend machen sie eine große Absperrung. Ich weiß es nicht. Das,
ist immer ein bisschen schwierig. Eine große Absperrung mit so einem gelben Bandel. In München wird alles verengt. Das ist das, die Entwicklung in der Verkehrspolitik. Man müsste eine Taxis ein bisschen kleiner machen. Also zwei Sitze, vorne der Fahrer und hinten der Fahrgast. Genau. Und dann nur 1,20 Meter gebrannt. Ja, so ist es. Aber wir haben Leute, dass ein großer Fahrgast so wie Sie. Ich gehe zu Fuß. Okay. Das ist einer. Ja, das machen sie, aber das haben sie jetzt schön gemacht. Das geht ja schon. Schau, mit allen technischen Kniffen, so mit so einem Roller, roll das jetzt an. Das ist wahrscheinlich ein zwei Komponenten kleben, oder? Was du nie wieder wegkriegst. Aber was soll denn das, wissen Sie es? Was sagen Sie? Was die da machen? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht, aber was machen die denn da? Gelbes Bandel mal sie. Das ist aber vorübergehend, nicht. Nicht dauernd. Gelb ist immer vorübergehend. Ah, ja, Sie haben ja, so recht. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Kommt jemand da rein oder raus. Ja. Aber nein, vielleicht ist es ja schon für diesen Dings da, Bayerischen Hof, wenn die ganzen übrigen kommen, dieser Sicherheitsgipfel. Oder gibt es wieder bald? Ja, der ist bald wieder. Zwei, drei Wochen, die fahren dann da rein, wissen Sie, und dann haben sie dann Empfang und so. Ja. Da waren die dann rein, ja. Man müsste ja einen anderen Platz. Die dürfen alles. Stimmt? Ja, weil die so wichtig sind. Ja, klar. Die sind so die machen wichtig. Sich so wichtig. Nein, die sind so wichtig. Sind ich so wichtig? Gemeint, die Maße, aber die sind wichtig. Die sind unheimlich wichtig. Ja. Das ist wahrscheinlich schon die Vorbereitung für einen Sicherheitsgipfel. Also ich wünsche gute Umsetzung, alles Damen Gute. Und Herren. Tschüss. Jetzt haben wir es schon wieder gesehen, aber das beeindruckt mich echt. So gelbe Bagger vor der gelben Kirche. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, dass nicht aus Versehen der Musik ist, da auch gelb ummalen. Gell? Dann eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder auf dem Odeonsplatz. Es ist immer erstaunlich, was die Menschen hier machen. Es sind ganz viele Asiaten da. Der Typ da vorne hat jetzt gerade die zwei Löwen festgehalten und sie von seiner Freundin fotografieren lassen. Jetzt nimmt er ihr das Handy aus der Hand und schaut, ob die Fotos was waren sind. Fragen wir mal, wo er herkommt. Das würde mich jetzt echt interessieren. Wie er sich da nicht hingelernt hat. Als würde er nie was anderes tun, als sich gegen Löwen lehnen. Schade, dass er es nicht gesehen hat, aber vielleicht sagen wir. Excuse me. May I see the photo, please? Wo sind Sie her? Brasil. Ein Brasilianer? Si. Wahnsinn. It's too cold over here. Und in Brasilien. Very cold. Ja? You were holding the lions. Yeah. Nice. See. You love lions? Wo sind Sie? Sie verstehen auch kein Englisch, oder? Nice. I don't speak Portuguese. Portuguese? Sorry about it. May I see the photo you have made here? It's so nice. Schauen Sie da. Thanks. Ja, recht. The difference between the two lions, the one who is looking to the church looks grumpy. So, And this guy who is looking away from the church is quite happy. La 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 la. Total lustig. Ja, wenn's also schaust, der rechte Löwe, da schaut so ein bisschen missmutig zur Kirche, weil er gebaut wird, wissen Sie das, der mag die Bauarbeiten jetzt. Der andere, der ist gut drauf, weil er zur Residenz schaut. Er ist so nett drauf, dass die Taube ihm auf den Kopf setzt, das macht ihm auch nichts. What are you doing over here? It's holidays? Okay, nice time. Servus. Der Brasilianer ist schwierig, gell? Dann nutzt der Weltsprache auch nichts, weil Englisch kennen sie meistens nicht, Deutsch wollen sie nicht, weil es ja nicht schwierig ist. Und Portugiesisch spricht fast keiner. Das ist ja der Wahnsinn. Also, weiß nicht, was sich der damals gedacht hat, wie er die Löwen gemacht hat. Aber der schaut echt wohlgemut und überlegen in die Welt. Er hat ein bisschen traurig geschaut. Das ist echt unglaublich. Da, ja. Müssen Sie mal schauen, wenn Sie mal Zeit haben, schauen Sie mal das an. Da auf dem Kopf von einem anderen, von dem da drüben, da balzen die Tauben. Ja, sehen Sie es da nicht so? Er will sich jetzt. Vorne ist die weibliche, hinten der Herr. Jetzt hat er das Gefühl, dass ich beobachte, jetzt traut er sich nicht mehr. Ertappt! Ertappt. Schauen Sie, da hockt er sich überall rum. Ist interessant, geht er in der Stadt herin? Da entwickeln sich, das ist auch gerade bei Amseln feststellbar, bei Tauben übrigens auch, aber bei Amseln wird es ganz deutlich,
da entwickeln sich also so neue Vogelarten, die kaum nur Adrenalin ausschütten, wenn Menschen in die Nähe kommen. Bei Amseln auf dem flachen Land, da können sie nicht weiter hingehen, das heißt 2-3 Meter. Und in der Stadt herin, da nisten ja die Amseln teilweise direkt über den Balkonen und Verandas. Und wenn dann da raus zum Kaffeetrinker kommt, das macht ihnen gar nichts. Völlig entspannt. Wahnsinn. Hey, du musst Angst haben, wir haben, ich bin ein Mensch. Ja, sowas wie dich habe ich schon gerupft und in die Pfanne gesteckt. Speckmantel, das ist ganz was Feines. Weil sonst müssen wir uns auf die Füße achten. Wenn die Füße, dann sind die schon ein bisschen alt. Die besten Damen sind die mit ganz hellroten oder mit so richtig roten Füßen, weil das sind junge. Also die ist bestimmt schon ein Jahr oder anderthalb Jahre alt. Also die ist nichts mehr zum Essen. Balzen sie gegenseitig an. Also mit diesen, Damen und Herren, Erkenntnissen über Großstadttiere und ihre mögliche Verwendung, also gibt es ja ganz offen zu, ich bin Fleischesser, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, was Sie auch immer sind, Vegetarier, Veganer oder Carnivore. Bis zum nächsten Mal, Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.